أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gepriesen sei der, der bei Nacht seinen Diener von der heiligen Moschee zu der fernen Moschee, deren Umgebung wir gesegnet haben, hinführte, auf dass wir ihm einige unserer Zeichen zeigten. Wahrlich, er ist der Allhörende, der Allsehende. Und wir gaben Moses die Schrift und machten sie zu einer Führung für die Kinder Israels und sprachen, Nehmt keinen zum Beschützer außer mir, o ihr Nachkommen derer, die wir mit Noah trugen. Er war wahrlich ein dankbarer Diener. Und wir hatten den Kindern Israels in der Schrift dargelegt, Seht, ihr werdet gewiss zweimal im Land Unheil anrichten und ihr werdet gewiss sehr überheblich sein. Als nun die Zeit für die erste der beiden Verheißungen eintraf, sandten wir gegen euch Diener von uns, die mit gewaltiger Kriegsmacht begabt waren, und sie drangen in das Wohngebiet ein, und so wurde die Verheißung erfüllt. Dann gaben wir euch wiederum die Macht über sie und stärkten euch mit Reichtum und Kindern und vermehrten eure Zahl. Wenn ihr Gutes tut, so tut ihr Gutes für eure eigenen Seelen. Und wenn ihr Böses tut, so ist es gegen sie. Als nun die Zeit für die zweite Verheißung eintraf, entsandten wir Diener, damit sie eure Gesichter demütigten und die Moschee betreten, wie sie sie das erste Mal betraten hatten. Und sie zerstörten alles, was sie erobert hatten, völlig bis auf den Grund. Es ist möglich, dass euer Herr sich euer erbarmt. Doch wenn ihr zurückkehrt, so wollen auch wir zurückkehren. Und wir haben Jahannam zu einem Gefängnis für die Ungläubigen gemacht. Wahrlich, dieser Koran leitet zum wirklich Richtigen und bringt den Gläubigen, die gute Taten verrichten, die frohe Botschaft, auf dass ihnen großer Lohn zuteil werde. Und wir haben denen, die nicht an das Jenseits glauben, eine schmerzliche Strafe bereitet. Und der Mensch bittet um das Schlimme, wie er um das Gute bittet, und der Mensch ist voreilig. Und wir machten die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen, indem wir das Zeichen der Nacht gelöscht haben, und das Zeichen des Tages haben wir sichtbar gemacht, damit ihr nach der Fülle eures Herrn trachtet und die Zählung der Jahre und die Rechenkunst kennt. Und jegliches Ding haben wir durch eine deutliche Erklärung klargemacht. Und einem jeden Menschen haben wir seine Taten an den Nacken geheftet, und am Tage der Auferstehung werden wir ihm ein Buch herausbringen, das ihm geöffnet vorgelegt wird. Lies dein Buch. Heute genügt deine eigene Seele, um die Abrechnung gegen dich vorzunehmen. Wer den rechten Weg befolgt, der befolgt ihn nur zu seinem eigenen Heil. Und wer irre geht, der geht allein zu seinem eigenen Schaden irre. Und keine lasttragende Seele soll die Last einer anderen tragen. Und wir bestrafen nie, ohne zuvor einen Gesandten geschickt zu haben. Und wenn wir eine Stadt zu zerstören beabsichtigen, lassen wir unseren Befehl an ihre Wohlhabenden ergehen. Wenn sie in ihr freveln, so wird der Richtspruch gegen sie fällig, und wir zerstören sie bis auf den Grund. Und wie viele Geschlechter haben wir nach Noah vernichtet? Und dein Herr kennt und sieht die Sünden seiner Diener zur Genüge. Wenn einer das Irdische begehrt, bereiten wir ihm schnell das, was wir wollen, dem, der uns beliebt. Danach haben wir Jahannam für ihn bestimmt, in der er brennt, verdammt und verstoßen. Und wenn aber einer das Jenseits begehrt und es beharrlich erstrebt und gläubig ist, dessen Eifer wird mit Dank belohnt. Ihnen allen, diesen und jenen, gewähren wir die Gabe deines Herrn. Und die Gabe deines Herrn ist keinesfalls beschränkt.
Schau, wie wir die einen von ihnen über die anderen erhöht haben. Und wahrhaftig, das Jenseits soll noch mehr Ränge und Auszeichnungen enthalten. Setze neben Allah keinen anderen Gott, auf dass du nicht mit Schimpf bedeckt und verlassen dasitzt. Und dein Herr hat befohlen, verehrt keinen außer ihm und erweist den Eltern Güte. Wenn ein Elternteil oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sage dann nicht Pfui zu ihnen und fahre sie nicht an, sondern sprich zu ihnen in ehrerbietiger Weise. Und senke für sie in Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sprich: Mein Herr, erbarme dich ihrer ebenso mitleidig, wie sie mich als Kleines aufgezogen haben. Euer Herr weiß am besten, was in euren Seelen ist. Wenn ihr recht gesinnt seid, dann ist er gewiss verzeihend gegenüber den sich Bekehrenden. Und gib dem Verwandten, was ihm gebührt, und ebenso dem Armen und dem Sohn des Weges, aber sei dabei nicht ausgesprochen verschwenderisch. Denn die Verschwender sind Brüder der Satane, und Satan war undankbar gegen seinen Herrn. Und wenn du dich von ihnen abwendest, im Trachten nach der Barmherzigkeit deines Herrn, auf die du hoffst, so sprich zu ihnen angenehme Worte. Und lass deine Hand nicht an deinen Hals gefesselt sein, aber strecke sie auch nicht zu weit geöffnet aus, damit du nicht getadelt und zerschlagen niedersitzen musst. Wahrlich, dein Herr erweitert und beschränkt dem, dem er will, die Mittel zum Unterhalt, denn er kennt und sieht seine Diener wohl. Und tötet eure Kinder nicht aus Furcht vor Armut. Wir sorgen für sie und für euch. Wahrlich, sie zu töten ist ein großes Vergehen. Und kommt der Unzucht nicht nahe, seht, das ist eine Schändlichkeit und ein übler Weg. Und tötet nicht das Leben, das Allah unverletzlich gemacht hat, es sei denn zu Recht. Und wer da ungerechtigterweise getötet wird, dessen Erben haben wir gewiss Ermächtigung zur Vergeltung gegeben. Doch soll er im Töten nicht maßlos sein, denn er findet unsere Hilfe. Und tastet nicht das Gut der Weise an, es sei denn zu ihrem Besten, bis sie die Reife erreicht hat. Und haltet die Verpflichtung ein, denn über die Verpflichtung muss Rechenschaft abgelegt werden. Und gebt volles Maß, wenn ihr messt und wägt mit richtiger Waage. Das ist durchaus vorteilhaft und letzten Endes das Beste. Und verfolge nicht das, wovon du keine Ahnung hast. Wahrlich, das Ohr und das Auge und das Herz, sie alle sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Und wandle nicht ausgelassen in Übermut auf der Erde, denn du kannst weder die Erde durchbohren, noch kannst du die Berge an Höhe erreichen. Das Üble all dessen ist hassenswert vor deinem Herrn. Dies ist ein Teil von der Weisheit, die dir dein Herr offenbart hat. Und setze neben Allah keinen anderen Gott, auf dass du nicht in Jahannam geworfen werdest, verdammt und verstoßen. Hat euer Herr euch denn mit Söhnen bevorzugt und für sich selbst Töchter von den Engeln genommen? Wahrlich, ihr sprecht da ein großes Wort. Und wahrlich, wir haben in diesem Koran manches auf verschiedene Art dargelegt, damit sie ermahnt seien, doch es mehrt nur ihren Widerwillen. Sprich, gäbe es neben ihm noch andere Götter, wie sie behaupten, dann hätten sie gewiss versucht, einen Weg zum Herrn des Throns einzuschlagen. Gepriesen sei er und in großer Weise erhaben über das, was sie behaupten. Die sieben Himmel und die Erde und alle darin lobpreisen ihn. Und es gibt nichts, was seine Herrlichkeit nicht preist. Ihr aber versteht deren Lobpreisung nicht. Wahrlich, er ist nachsichtig allverzeihend. Wenn du den Koran verliest, legen wir zwischen dir und jenen, die nicht an das Jenseits glauben, eine unsichtbare Scheidewand.
Wir legen Hüllen auf ihre Herzen, so dass sie ihn nicht verstehen und in ihre Augen Taubheit. Und wenn du im Koran deinen Herrn nennst, ihn allein, so wenden sie ihren Rücken in Widerwillen ab. Sie wissen am besten, worauf sie horchen, wenn sie dir zuhören und wenn sie sich insgeheim bereden, während die Frevler sagen, ihr folgt nur einem Manne, der einem Zauber zum Opfer gefallen ist. Schau, wie sie von dir Gleichnisse prägen und damit so sehr in die Irre gegangen sind, dass sie nicht in der Lage sind, den Weg zu finden. Und sie sagen, wenn wir zu Gebeinen und Staub geworden sind, sollen wir dann wirklich zu einer neuen Schöpfung auferweckt werden? Sprich, ob ihr Steine oder Eisen oder sonst eine Schöpfung von der Art seid, die nach eurem Sinn am schwersten wiegt. Dann werden sie sagen, wer soll uns ins Leben zurückrufen? Sprich, er, der euch das erste Mal erschuf. Dann werden sie ihre Köpfe vor dir schütteln und sagen, wann geschieht es? Sprich, vielleicht geschieht es gar bald. An dem Tage, an dem er euch ruft, da werdet ihr ihm lobpreisend entgegenkommen und meinen, ihr hättet nur kurz auf Erden verweilt. Und sprich zu meinen Dienern, sie möchten nur das Beste reden. Denn Satan stiftet zwischen ihnen Zwietracht. Wahrlich, Satan ist dem Menschen ein offenkundiger Feind. Euer Herr kennt euch am besten. Wenn er will, so wird er sich euer erbarmen, und wenn er will, so wird er euch bestrafen. Und wir haben dich nicht als ihren Wächter entsandt. Und dein Herr kennt jene am besten, die in den Himmel und auf der Erde sind. Und wahrlich, wir erhöhten einige der Propheten über die anderen, und David gaben wir ein Buch. Sprich, ruft doch die an, die ihr neben ihm wähnt. Sie haben keine Macht, weder das Unheil von euch zu nehmen, noch es abzuwenden. Jene, die sie anrufen, suchen selbst die Nähe ihres Herrn und wetteifern untereinander, wer von ihnen ihm am nächsten sei, und hoffen auf sein Erbarmen und fürchten seine Strafe. Wahrlich, die Strafe deines Herrn ist zu fürchten. Es gibt keine Stadt, die wir nicht vor dem Tage der Auferstehung vernichten oder der wir keine strenge Strafe auferlegen werden. Das ist in dem Buche niedergeschrieben. Und nichts könnte uns hindern, Zeichen zu senden, obwohl die Früheren sie verworfen hatten. Und wir gaben den Talmud die Kamelstute als ein sichtbares Zeichen, doch sie frevelten an ihr. Und wir senden Zeichen nur, um Furcht einzuflößen. Und wir sprachen da zu dir, dein Herr umfasst die Menschen. Und wir haben die Himmelsbesichtigung, die wir dir ermöglicht haben, nur als eine Prüfung für die Menschen gemacht und ebenso den verfluchten Baum im Koran. Und wir warnen sie, jedoch es bestärkt sie nur noch in ihrer großen Ruchlosigkeit. Und als wir zu den Engeln sprachen, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er sagte, soll ich mich vor einem niederwerfen, den du aus Ton erschaffen hast? Er sagte weiter, was denkst du, dieser ist es, den du höher geehrt hast als mich. Willst du mir eine Frist bis zum Tage der Auferstehung geben, so will ich gewiss Gewalt über seinen Nachkommen bis auf einige wenige erlangen. Er sprach, fort mit dir! Und wer von ihnen dir folgt, wahrlich, Jahannam soll deren aller Lohn sein, ein ausgiebiger Lohn. Und betöre nun mit deiner Stimme von ihnen, wen du vermagst, und treibe dein Ross und dein Fußvolk gegen sie, und habe an ihrem Vermögen und Kindern teil, und mache ihnen Versprechungen. Und Satan verspricht ihnen nur Trug.
Über meine Diener aber wirst du gewiss keine Macht haben. Und dein Herr genügt als Beschützer. Euer Herr ist es, der die Schiffe auf dem Meer für euch treibt, auf dass ihr nach seiner Gnade trachten möget. Wahrlich, er ist gegen euch barmherzig. Und wenn euch auf dem Meer ein Unheil trifft, entschwunden sind euch dann auf einmal jene Götzen, die ihr zuvor an seiner Stadt angerufen habt. Hat er euch aber ans Land gerettet, dann kehrt ihr euch wieder von ihm ab. Denn der Mensch ist undankbar. Fühlt ihr euch denn sicher davor, dass er euch nicht auf dem Festland versinken lässt oder dass er einen heftigen Sandsturm gegen euch schickt, so dass ihr dann keinen Beschützer für euch findet? Oder fühlt ihr euch sicher davor, wenn er euch nicht noch ein zweites Mal dorthin zurückschickt und einen Sturmwind gegen euch entsendet und euch für euren Unglauben ertrinken lässt? In diesem Augenblick werdet ihr keinen finden, der uns deswegen belangen würde. Und wahrlich, wir haben die Kinder Adams geehrt und sie über Land und Meer getragen und sie mit guten Dingen versorgt und sie ausgezeichnet. Eine Auszeichnung vor jenen vielen, die wir erschaffen haben. An jenem Tage, da werden wir ein jedes Volk mit seinem Führer vorladen. Diejenigen, die dann ihr Buch in ihrer Rechten empfangen werden, werden ihr Buch verlesen und nicht das geringste Unrecht erleiden. Wer aber blind ist in dieser Welt, der wird auch im Jenseits blind sein und noch weiter vom Weg abirren. Und sie hätten dich beinahe in schwere Bedrängnis um dessen Willen gebracht, was wir dir offenbarten, damit du etwas anderes über uns erdichten mögest. Und dann hätten sie dich gewiss zu ihrem Freund erklärt. Hätten wir dich nicht gefestigt, dann hättest du dich ihnen ein wenig zugeneigt. Doch dann hätten wir dich das Doppelte im Leben kosten lassen und das Doppelte im Tode. Und du hättest keinen Helfer uns gegenüber gefunden. Und sie hätten dich fast aus dem Lande verscheucht, um dich daraus zu vertreiben. Dann aber wären sie nach dir nur eine kurze Zeitspanne dort geblieben. In dieser Weise verfuhren wir mit unseren Gesandten, die wir vor dir schickten. Und du wirst keine Änderung in unserem Verfahren finden. Verrichte dein Gebet vom Neigen der Sonne an bis zum Dunkel der Nacht und lies den Koran bei Tagesanbruch. Wahrlich, besonders bei der Lesung des Koran bei Tagesanbruch sind die Engel zugegen. Und unterbrich deswegen für die Lesung in der Nacht deinen Schlaf. Vollbringe diese Leistung freiwillig. Es mag sein, dass dich dein Herr dafür zu einem löblichen Rang erweckt. Und sprich, O mein Herr, lass meinen Eingang einen guten Eingang sein und lass meinen Ausgang einen guten Ausgang sein und gewähre mir deine hilfreiche Kraft. Und sprich, gekommen ist die Wahrheit und dahingeschwunden ist die Falschheit. Wahrlich, das Falsche verschwindet bestimmt. Und wir senden vom Koran das hinab, was eine Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen ist. Den Ungläubigen aber mehrt es nur den Schaden. Und wenn wir dem Menschen Gnade erweisen, wendet er sich ab und geht beiseite. Wenn ihn aber ein Übel trifft, gibt er sich der Verzweiflung hin. Sprich, ein jeder handelt gemäß seiner eigenen Art und euer Herr weiß am besten, wer den rechten Weg geht. Und sie befragen dich über die Seele. Sprich, die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben. Und wenn wir es wollten, könnten wir gewiss das wieder fortnehmen, was wir dir offenbart haben. Du fändest dann für dich in dieser Sache keinen Beschützer uns gegenüber, außer der Barmherzigkeit deines Herrn.
Wahrlich, seine Gnade gegen dich ist groß. Sprich, wenn sich auch die Menschen und die Dschinn vereinigten, um etwas Gleiches wie diesen Koran hervorzubringen, brächten sie doch nichts Gleiches hervor, selbst wenn sie einander beistünden. Und wahrlich, wir haben für die Menschen in diesem Koran allerlei abgewandelte Beispiele angeführt. Aber die meisten Menschen wollen nichts anderes als ungläubig sein. Sie sagen, wir werden dir nimmermehr glauben, bis du uns einen Quell aus der Erde hervorsprudeln lässt. Oder bis du einen Garten mit Dattelpalmen oder Trauben hast und mittendrin Bäche in reichlicher Weise hervorsprudeln lässt. Oder bis du Allah und die Engel vor unser Angesicht bringst. Oder bis du ein prunkvolles Haus besitzt oder zum Himmel aufsteigst. Und wir werden nicht eher an deinen Aufstieg glauben, bis du uns ein Buch hinabsendest, das wir lesen können. Sprich, Preis sei meinem Herrn. Bin ich denn etwas anderes als ein Mensch, ein Gesandter? Nichts hat die Menschen abgehalten zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, doch sie sagten nur, hat Allah einen Menschen als Gesandten geschickt? Sprich, wären auf Erden friedlich und in Ruhe wandelnde Engel gewesen, hätten wir ihnen gewiss einen Engel vom Himmel als Gesandten geschickt. Sprich, Allah genügt als Zeuge gegen mich und euch, wahrlich, er weiß und sieht alles von seinen Dienern. Und der, den Allah leitet, ist der Rechtgeleitete. Die aber, die er zu Irrenden erklärt, für die wirst du keine Helfer finden außer ihm. Und wir werden sie am Tage der Auferstehung versammeln und sie werden auf ihren Angesichtern liegen, blind, stumm und taub. Ihre Herberge wird Jahannam sein, jedes Mal, wenn es, das Feuer, nachlässt, werden wir die Flamme noch stärker anfachen. Das ist ihr Lohn, weil sie unsere Zeichen verwarfen und sagten, wie? Wenn wir zu Gebein und Staub geworden sind, dann sollen wir wirklich zu einer neuen Schöpfung auferweckt werden? Haben sie nicht gesehen, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschuf, imstande ist, ihresgleichen zu schaffen? Und er hat eine Frist für sie bestimmt, über die kein Zweifel herrscht. Allein die Frevler verwerfen alles, nur nicht den Unglauben. Sprich, besäßet ihr die Schätze der Barmherzigkeit meines Herrn, wahrlich, ihr würdet sie aus Furcht vor dem Ausgeben für euch zurückbehalten. Denn der Mensch ist geizig. Und wahrlich, wir hatten Moses 9 offenbare Zeichen gegeben. Frage nur die Kinder Israels. Als er zu ihnen kam, sagte Pharao zu ihm, ich halte dich, o Moses, zweifellos für ein Opfer des Zaubers. Er sagte, du weißt recht wohl, dass kein anderer als der Herr der Himmel und der Erde diese Zeichen als Zeugnisse herabgesandt hat. Und ich halte dich, o Pharao, zweifellos für ein Opfer des Unheils. Da beschloss er, sie aus dem Lande zu vertreiben. Doch wir ertränkten ihn und diejenigen, die mit ihm waren, allesamt. Und wir sprachen nach ihm zu den Kindern Israels, wohnt in dem Lande, und wenn die Zeit des Jenseits kommt, dann werden wir euch als eine gesammelte Schar herbeibringen. Und mit der Wahrheit haben wir den Koran herabgesandt, und mit der Wahrheit kam er hernieder. Und dich entsandten wir nur als Bringer froher Botschaft und Warner. Und wir haben den Koran in Abschnitten offenbart, damit du ihn den Menschen im Verweilen vortragen kannst. Und wir sandten ihn nach und nach hinab. Sprich, ob ihr an ihn glaubt oder nicht glaubt, wahrlich, jene, denen zuvor das Wissen gegeben wurde, fallen, wenn er ihnen verlesen wird, anbetend auf ihr Angesicht nieder und sagen,
Gepriesen sei unser Herr, siehe, die Verheißung unseres Herrn ist wahrlich in Erfüllung gegangen. Und weinend fallen sie anbetend auf ihr Angesicht nieder, und ihre Demut nimmt zu. Sprich, ruft Allah an oder ruft den Allerbarmer an, bei welchem Namen ihr ihn auch immer anruft, ihm stehen die schönsten Namen zu. Und sprich dein Gebet nicht zu laut und flüstere es auch nicht zu leise, sondern suche einen Mittelweg. Und sprich, alles Lob gebührt Allah, der sich keinen Sohn genommen hat und niemanden in der Herrschaft neben sich noch sonst einen Gehilfen aus Ohnmacht hat. Und rühme seine Größe in gebührender Weise.